Bei diesem extrem preisgünstigen Filamentdrucker handelt es sich um einen der vielen mehr oder weniger leicht abgewandelten Klone des Prusa i3 Designs. Zu Druckern diesen Typs hat sich im Laufe der Jahre eine große Community gebildet, womit eine Vielzahl an Upgrade-Möglichkeiten für experimentierfreudige Bastler im Netz zu finden ist. Ambitionierte Bastler, die von Grund auf verstehen möchten, wie Filamentdrucker funktionieren, sind die Zielgruppe für dieses Gerät, das als Bausatz mit nur einigen vormontierten Baugruppen geliefert wird. Der M8R2 ist somit genau der richtige Drucker für Typen wie mich. Der Rahmen besteht aus 1,5 mm Stahlblech und es sind zwei Extrudermotoren verbaut, die 1,75 mm Filament in ein Hotend transportieren. Mit diesem 2-in-1 Konzept können Drucker aus zwei Farben einer Kunststoffsorte erstellt werden. Die Montageanleitung in nicht ganz perfektem Englisch befindet sich in elektronischer Form auf der mitgelieferten SD-Karte. Die zahlreichen Abbildungen sprechen aber weitestgehend für sich. Ich habe etwa 6 Stunden für den Zusammenbau benötigt, dabei aber auch viele Fotos und ein paar Videosequenzen aufgenommen. Die von mir angefertigten Baustufenfotos gibt's auf meinen Seiten und sollten die letzten Unklarheiten beseitigen helfen. Hier nur ein paar Anmerkungen. Zur Montage des Riemens der Y-Achse habe ich die Umlenkrolle zunächst gelockert, dann den Riemen mit möglichst guter Spannung mit Hilfe der Kabelbinder befestigt und durch Anziehen der Schraube und der Umlenkrolle die nötige Riemenspannung aufgebaut. Die Führungsstäbe der X-Achse werden nur klemmend in die Kunststoffhalterungen eingeschoben, was zur Folge hat, dass sich die Konstruktion zusammenschieben lässt. Hier besteht Verbesserungsbedarf. Die Klemmen der Buchse für den Netzstecker sind nur unzureichend isoliert. Auch das Netzteil ist von der mangelhaft isolierten Sorte, die häufig in Druckern der unteren Preisklasse zu finden ist. Zusätzlich ist hier der Ein-Ausschalter sehr nahe an den Zuleitungen mit 220 Volt Netzspannung und nur schlecht zu erreichen. Ich empfehle den Schalter auf Ein zu lassen und eine schaltbare Steckdosenleiste zu verwenden, somit kann im Falle des Falles der Drucker schnell ausgeschaltet werden. Die Verkabelung geht recht zügig vonstatten, alle Steckverbindungen von Motoren und Endschaltern sind verpolungssicher ausgeführt, die Kabelstränge mit stabilem Gewebe ummantelt. Druckbettheizung und Hotend werden an Schraubklemmen angeschlossen, es ist dabei keine Polung zu beachten. Ebenfalls über Schraubklemmen verbunden sind Netzteil und Hauptplatine, hier ist die korrekte Polung allerdings unbedingt einzuhalten. Die Masseleitung ist schwarz, die plus 12 Volt Leitung rot. Nach dem Zusammenbau erfolgt eine erste Kontrolle, ob sich alle Achsen leichtgängig von Anschlag zu Anschlag bewegen lassen und die Endschalter korrekt betätigt werden. Besonders beim Bewegen der Y-Achse ist darauf zu achten, dass diese nicht an irgendwelchen Kabeln scheuert. Der Druckkopf an der X-Achse wird mit nur zwei 29 mm langen Linearkugellagern, je eines pro Rundstab geführt und ist somit etwas wackelig. Eine breitere Führung mit zwei Kugellagern am oberen Rundstab wäre hier wünschenswert. Die Bewegung längs der Rundstäbe verläuft aber schön leichtgängig. Zwei Schrittmotoren treiben die Z-Achse über Spindeln an, die Führung entlang der Rundstäbe erfolgt über Kunststoffhülsen. Die Rahmenkonstruktion ist zwar aus Stahlblech gefertigt, es handelt sich dabei aber nicht um die Materialstärke eines Panzers. Entsprechend lässt sich die Konstruktion mit nicht allzu hohem Kraftaufwand am oberen Ende verbiegen. Der Drucker sollte auf einer planen Oberfläche aufgestellt werden, ich verwende eine 40×40 cm Bodenfliese. Es ist darauf zu achten, dass alle vier Eckpunkte aufliegen, ansonsten sind die entsprechenden Schraubverbindungen zu lockern, um den Rahmen korrekt ausrichten zu können. Vor dem ersten Einschalten muss das Druckbett mit den Rändelmuttern auf eine tiefe Position gebracht werden.
Nach dem Einschalten erscheint der Infoscreen auf dem 20x4 Zeichen LCD-Bildschirm. Bedient wird der Drucker über einen Drehschalter. Die Position des Drehschalters ist ungünstig, da sich Kabel und Teflonschlauch daran verfangen können. Meine improvisierte Führung verhindert das wirkungsvoll. Die Einstellmöglichkeiten sind sehr umfangreich, hier wähle ich den Test aller Funktionen nach dem Zusammenbau aus. Der Assistent verlangt als erstes, dass die Endschalter betätigt werden. Danach werden alle Achsen kurz angesteuert und die Heizung von Druckbett und Hotend getestet. Sind die Tests erfolgreich verlaufen, so kann der Drucker als nächstes justiert werden. Als erstes wird die X-Achse auf beiden Seiten auf gleiche Höhe gebracht. Dazu werden die Motoren stromlos gemacht und die Spindeln per Hand bewegt. Die Höhe kann entweder mit einem Lineal gemessen oder wie hier recht komfortabel über ein selbstgedrucktes Distanzstück eingestellt werden. Nach dem Fahren aller Achsen zu den Endschaltern folgt das Justieren des Druckbetts. Leider fehlt in der Firmware ein Menüpunkt zum automatischen Ansteuern der Eckpunkte, dieser Vorgang erfolgt daher manuell. Wie üblich wird die Höhe des Druckbetts in mehreren Schritten angehoben, bis im letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Düse und Druckbett hindurchgezogen werden kann. Nach dem Vorheizen des Hotends für PLA auf 190 Grad Celsius kann das Filament eingeführt werden, wozu der Hebel am Extrudermotor gedrückt und Filament eingefädelt wird, was beim M8R2 etwas fummelig ist. An der Düse tritt schließlich ein Kunststoffstrang aus. Selbst wenn nur mit einer Farbe gedruckt werden soll, muss unbedingt auch am zweiten Extrudermotorfilament eingeführt werden. Der M8R2 wird mit zwei kleinen Spulenfilament geliefert, in meinem Fall blaues und schwarzes PLA. Das Druckbett ist beheizbar, die per Software vorgegebene Maximaltemperatur ist 115 Grad Celsius. Dabei werden 60 Grad Celsius schon nach etwa 3 Minuten erreicht und 90 Grad Celsius nach 6 Minuten. 100 Grad Celsius sind nach 9 Minuten erreicht und das ist mehr oder weniger die Maximaltemperatur, die Umgebungstemperatur in meinem Fotostudio beträgt etwa 26 Grad Celsius. Druckdaten werden per SD-Karte übertragen. Der Kartenleser befindet sich auf der Platine des LCD-Displays oben am Drucker, keine optimale Position, da nicht ganz so gut zu erreichen. Normalerweise empfehle ich als ersten Testdruck eine Datei auf der mitgelieferten Speicherkarte zu wählen, jedoch hat sich gezeigt, dass R2CAT.gcode absolut nicht zu drucken ist. Daher habe ich ein eigenes zweifarbiges Objekt erstellt. Dabei tritt der Farbwechsel innerhalb der Schichten auf. Beim Wechsel des Extrudermotors vom schwarzen auf blaues Filament macht sich der Farbwechsel nicht augenblicklich an der Düse bemerkbar. Der im Hotend befindliche geschmolzene schwarze Kunststoff wird erst allmählich durch den nun zugeführten blauen Kunststoff ersetzt. Der Druck muss so ausgelegt sein, dass der Farbwechsel im Innern des Objekts stattfindet, so wird zuerst die Füllung und anschließend der äußere Rand gedruckt. Die Objekte entsprechend zu designen ist knifflig, aber wie zu sehen, funktioniert es mit dem hier zu sehenden beschrifteten Quader. Auch der Farbwechsel von Blau zurück nach Schwarz benötigt ein paar Millimeter Filamentvorschub.
Nach etwa 10 Stunden ist der Druck des 150 x 20 x 22 mm großen Quaders abgeschlossen. Der blaue Schriftzug hebt sich deutlich vom schwarzen Hintergrund ab. Deutlich einfacher sind rein horizontale Farbwechsel zwischen den Schichten zu designen und zu drucken. Der orange-weiße Leitkegel besitzt die Abmessungen 88 x 88 x 60 mm. Der Wechsel von weiß zu orange erfolgt auch jetzt nicht augenblicklich, es ist aber nicht von Bedeutung, wo innerhalb der Schicht der Farbwechsel erfolgt. Der Kegel ist nach etwa 2,5 Stunden gedruckt. Bunt zu drucken ist nicht mein Ding. Wer künstlerisch begabter ist als ich, und das ist zweifellos die Mehrheit der Weltbevölkerung, kann mit den Einstellungen viel herumexperimentieren. Die Maximaltemperatur des Heizbetts mit über 100 Grad Celsius sorgt für eine gute Haftung des hier gedruckten Kastens aus ABS mit einer Grundfläche von immerhin 15 x 11 cm. Die starke Schrumpfung von ABS sorgt allerdings dafür, dass an den Kanten Ablösungen zwischen den Lagen auftreten. Wer viel mit diesem Material druckt, sollte auch wegen des Geruchs eine geschlossene Box für den M8R2 bauen. Kleinere Objekte aus ABS lassen sich problemlos mit dem M8R2 drucken. Ich verwende überwiegend PLA, das wesentlich einfacher in der Handhabung ist. Mit dem Zonestar M8R2 erhält man für extrem wenig Geld als Gegenleistung einen funktionierenden Filamentdrucker. Dass ein derart günstiges Gerät nicht perfekt sein kann, sollte jedem bewusst sein. Es gibt Drucker für mehr Geld, die sich im Nachhinein ebenfalls als Bastelbuden herausstellen, beim M8R2 weiß man das im Voraus. Es gilt, das Design mit Know-how Stück für Stück zu verbessern und das ist für jeden Bastler Teil des Vergnügens. Außerdem erhält man so ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise eines Filamentdruckers und schließlich kann die Druckerhardware entsprechend euren persönlichen Lernfortschritten mitwachsen. Das Mainboard bietet in Sachen Elektronik viele Möglichkeiten zum Experimentieren. Neben dem Anpassen der Firmware sind auf der Platine noch Anschlüsse für Filamentsensoren, ein zweites Hotend oder einen Abstandssensor vorhanden, eine umfangreiche Hardwareaufrüstung ist möglich. Das Nachrüsten zweier getrennter Hotends erleichtert das Drucken mit unterschiedlichen Farben und so können auch unterschiedliche Materialien in einem Durchgang gedruckt werden. Ich werde den Zonestar Stück für Stück mit selbstgedruckten Teilen sowie zusätzlicher Elektronik verbessern und die Ergebnisse auf meinen Seiten vorstellen. Klickt mal rein, um zu sehen, wie die Arbeiten voranschreiten. Wie zu sehen, können mit dem Gerät out of the box vollkommen brauchbare Resultate erzielt werden. Hier drucke ich Teile für ein Roboterfahrzeug. Die Überhänge werden sauber gedruckt, die Kühlung mit dem Gebläse funktioniert recht gut. Ein Nachteil des 2-in-1 Hotends ist das etwas ausgeprägte Stringing, es werden dünne Fäden zwischen den Bauteilen gesponnen, die jedoch nach dem Druck leicht zu entfernen sind. Die Druckqualität ist insgesamt gut, die Kettenglieder ergeben ein funktionierendes Ganzes und darauf kommt es schließlich an. An meiner persönlichen Weiterentwicklung des M8R2 könnt ihr euch mit eigenen Vorschlägen beteiligen, hinterlasst einfach Kommentare, hier auf YouTube oder auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!